Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, was dieses Land erlebt. Und was hören wir von der Opposition? Und das ist der eigentliche Punkt. Die Gasumlage muss weg. Robert Habeck ist ein neuer Politikertypus. Also niemand, der unnahbar alles im Griff hat und alles immer vorher schon wusste, wie das Olaf Scholz gerne sein möchte, sondern jemand, der auch zweifelt, der auch ringt um Entscheidungen, der auch Fehler macht, die auch zugibt. Der Grünen-Politiker Robert Habeck ist seit Ende 2021 Vizekanzler und Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz. Seit seinem Amtsantritt wird er von politischen Beobachtern auch für seine Kommunikation gelobt. Umfragewerte des Deutschland-Trends zeigen allerdings, 53% der Menschen waren im November unzufrieden mit dem Vizekanzler. Im Januar waren es rund YouGov-Umfrage nur 43%. Dennoch ist Habeck mit diesem Wert hinter Parteikollegin Annalena Baerbock der zweitbeliebteste Politiker der Bundesregierung. Der Körpersprache-Experte Tillmann Billing beschreibt im T-Online-Studio Eigenschaften und Details, mit denen Habeck oft punkten kann, zum Teil aber auch Fehler macht. Man sieht bei ihm echte Emotionen, man sieht, wenn er nachdenkt, man sieht, wenn er wirklich engagiert und leidenschaftlich ist. Mit seinen Erklärvideos im Selfie-Style auf Twitter will Habeck noch nahbarer erscheinen. Insgesamt hat er einen neuen Stil, einen neuen Kommunikationsstil entwickelt, wo er sehr verständlich, sehr klar und sehr überzeugend Politik erklärt. Er spricht so, wie wenn er fast einem Kumpel, einem Freund in der Kneipe Politik erklären würde. Uns muss noch einmal klar sein, wir sagen zwar immer Klimaschutz, aber wir schützen nicht das Klima. Das Klima braucht auch gar keinen Schutz. Das Klima kommt auch fein ohne Menschheit aus. Wir schützen, wenn wir das Klima schützen, uns. Wir sehen bei Habeck, wie er sehr lebendig gestikuliert, weil jeder Mensch, der sich wohl und sicher fühlt und authentisch ist, der gestikuliert. Das ist das Normalste von der Welt. Und das macht Habeck sehr überzeugend. Er untermauert, er unterstreicht Dinge. Und dadurch können wir Dinge sehr viel besser begreifen. Man kann auch seine Politik falsch finden, ganz klar. Aber klar ist, er meint, was er sagt. Bei einem Video im typischen Habeck-Stil auf Twitter erkennt der Experte aber einen Fallstrick, den Habeck sich selbst gelegt habe. Er ist ein begnadeter Kommunikator, aber da macht er einen Fehler und stellt sich selber eine Falle und legt sich Fesseln an, weil er nämlich so da sitzt. Ja, Brille in der einen Hand und Papier in der anderen. Man merkt es, die Hände wollen gestikulieren und dann rudert so ein bisschen die Brille herum. Das ist nicht so günstig. Habeck hätte einen Teleprompter an der Kamera nutzen können, der ihm die wichtigsten Zahlen zeigt, so Billing. Damit hätte er das unruhige Auf- und Absetzen der Brille vermieden und auf eins seiner wichtigen Kommunikationsmittel setzen können, seine Hände. Warum setzt er nur ein paar Sekunden die Brille auf und legt sie wieder ab? Also meine Vermutung ist tatsächlich, dass es ein bisschen persönliche Eitelkeit ist. Und deswegen ist sie nur ein paar Sekunden auf der Nase und dann reißt er sie sofort wieder runter. Das ist aber deswegen ungünstig, weil er dadurch praktisch hier nicht gestikulieren kann. Und was er sonst normalerweise sehr überzeugend macht, weil die Hände sind ein Erfolgsfaktor der Körpersprache. Und nur wenn wir gestikulieren, sind wir wirklich glaubwürdig und authentisch. Und hier fesselt er sich selbst, weil er die Brille nicht auf seiner Nase sehen möchte. Bei einem Auftritt im Bundestag hingegen wirkt Habeck ganz im Gegenteil geradezu entfesselt. Die Leidenschaft des Politikers für sein Thema wird an mehreren Details sichtbar, so der Experte. Man sieht an dieser Szene, dass er extrem unter Druck ist, was auch kein Wunder ist. Es geht um das Schicksal der deutschen Wirtschaft. Und was hören wir von der Opposition? Und das ist der eigentliche Punkt. Die Gasumlage muss weg. Sind wir denn hier im Fußballstadion oder was? Ist das eine Demo? Muss weg. Sie sind die Muss-weg-Opposition. Man erkennt die Leidenschaft an seinem Gesichtsausdruck. Also er ist total präsent, er ist voll dabei. Ja. Man sieht es auch an seiner lebendigen Gestik, aber man sieht es auch an der Stimme, die mal kurz wegbricht oder mal kurz brüchig wird. Also da merkt man vor allem, ist das eine echte Emotion oder nicht? Und das ist eine echte Emotion. Also man spürt, dass er angefasst ist, dass er sich angegriffen fühlt. Aber er schlägt auch rhetorisch sehr treffsicher und sehr stark zurück. Was ist denn das für eine Antwort? Fragen Sie mich mal, was mir alles nicht gefällt und was ich mir wünschen würde, was alles weg muss. Aber das ist doch keine Politik. Was kommt denn stattdessen? Was ist denn die Antwort darauf? Habeck gilt als begnadeter Kommunikator, kann mit seinen Auftritten punkten. Dennoch macht auch er bei der Politikvermittlung Fehler. Das wirkt sich auch auf die Zufriedenheit der Wählerinnen und Wähler aus.